In diesem Video möchte ich euch gerne dieses USB-Ladegerät von dem Hersteller Voluz vorstellen. Das hat eine Ausgangsleistung von 60 Watt, besitzt 6 USB-Anschlüsse und natürlich auf dieser Seite noch ein Netzstecker. Ja, dieses Ladegerät kostet ungefähr 30 Euro, ist bei Amazon käuflich zu erwerben. Den Link gibt es wie immer in der Beschreibung zu diesem Video. Und wenn du dieses Ladegerät oder einen anderen Artikel über diesen Link kaufst, dann unterstützt du diesen Kanal. Vielen Dank dafür. Ja, zurück zum Ladegerät. Was kann es und was macht das Ladegerät ein wenig besonders? Zunächst einmal wird mitgeliefert ein solches Netzkabel. Das Ende kommt in die Steckdose, sollte logisch sein. Das Ende kommt einfach in das USB-Ladegerät hinein, schaut dann so aus, ganz einfach. Dann wird eben noch mitgeliefert, ich packe das mal wieder zur Seite, ein Commonwealth-Stecker, glaube ich, so heißt der, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob der für UK oder USA geeignet ist. Wer diesen Stecker vielleicht kennt, weiß es. Ich weiß es halt nicht genau. Und diesen gibt es halt auch mitgeliefert. Braucht man in Deutschland halt verhältnismäßig selten. Dann gibt es noch diesen kleinen Aufsteller bzw. Ständer dazu. Diesen Ständer kann man ganz einfach auf einen Tisch stellen. Dann kann man das Ladegerät als solches dort einfach reinstellen. Und dann hat man ein stehendes Voluz-Ladegerät. Ja, das Ganze schaut dann so aus. Ja. Wie gesagt, hier geht der Strom rein, hier kann man nochmal einige technische Spezifikationen ablesen, die sich ein bisschen mit den Spezifikationen unterscheiden, die in diesem kleinen Handbuch, was mitgeliefert wird, drinsteht. Gehen wir aber erstmal auf die Details ein. Ja, zunächst einmal besitzt dieses Ladegerät die Flux-IQ-Technologie. Da sagt der Hersteller, dass diese Technologie da ist, um die Ladegeschwindigkeit von Geräten zu erhöhen bis maximal 2,4 Ampere. Geräte, die weniger Ladestrom oder Stärke des Stroms beziehungsweise einfach weniger starken Ladestrom, warum auch so kompliziert, benötigen, die bekommen auch weniger Strom von diesem Gerät. Ich habe zum Beispiel ein iPad, das ein bisschen mehr Strom braucht und das wird von diesem Ladegerät sehr schnell geladen. Ich habe zum Beispiel auch ein ganz kleines Bluetooth-Headset, was über Micro-USB geladen wird und auch das wird ganz normal geladen, aber natürlich also relativ schnell, mindestens so schnell wie mit dem originalen Ladegerät, aber das wird halt entsprechend nicht überlastet. Also das ist logisch, dass die Ausgangsleistung dann sich variieren kann. Pro USB-Anschluss ist eine maximale Ausgangsleistung von 2,4 Ampere vorgesehen. Dann ist das Ladegerät vor, beziehungsweise schützt die Geräte vor Überladung, ist selbst vor Überhitzung geschützt und ebenso vor Kurzschlüssen geschützt. Wie gesagt, das mit dem iPad-Laden funktioniert sehr, sehr schnell. Wenn das mit dem iPad-Laden funktioniert, funktionieren auch alle anderen Geräte sehr, sehr schnell. So zumindest meine Erfahrung. Ansonsten ist dieses Ladegerät bei Amazon mit 4,8 von 5 Sternen mit sehr gut bewertet. Gibt es auch eine relativ hohe Anzahl an Bewertungen, also technisch scheint das Gerät ohne Zweifel sehr gut zu sein. Ja, von mir daher eine Kaufempfehlung und für die Leute, die sich technisch damit ein bisschen besser auskennen, dürfte das nicht weniger uninteressant sein. Ich hatte hier noch eben gesagt, hinten gibt es diese Eingangsspannungen, die sind hier mit 100 bis 240 Volt angegeben, in der Beschreibung steht 90 bis 240 Volt und 50 bis 60 Hertz, das ist ein wenig abweichend, aber insgesamt sollte das Ladegerät damit in fast allen Ländern, denn Länder haben unterschiedliche Steckdosenspannung, nutzbar sein. Und jetzt wird es auch nochmal interessant, dieses Ladegerät kann man nicht nur zu Hause benutzen, an Standorten, wo man dann häufig seine Geräte laden möchte, wie zum Beispiel im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder am Schreibtisch, sondern man kann das Ding halt auch auf Reisen mitnehmen und das wird dann relativ praktisch, da man ja nur dieses relativ leichte Netzkabel braucht und das Ladegerät, also ist auch nicht so groß, man braucht dann nur noch die einzelnen Ladestecker zu den einzelnen Geräten. Das können Geräte mit Mini-USB, mit Micro-USB oder natürlich auch mit dem Apple Lightning-Anschluss sein. Hierüber kann dann alles geladen werden und insgesamt wird die Größe dieses Gerätes dann kleiner sein als 5 oder 6 einzelne USB-Ladegeräte. Ja, ansonsten, diese Stecker hier vorne sind sehr gut zu erreichen, sind nochmal rot markiert und man kann hier
an der Seite sehen, dass hier eine kleine, so ein kleiner Blitz ist, der dann blau aufleuchtet, wenn die Geräte aufgeladen werden. Und dieser Blitz leuchtet wirklich relativ dunkel, also da nervt keine riesige blinkende LED, die ein halbes Zimmer erhält, was manchmal ziemlich nervig sein kann. Also insgesamt ein sehr durchdachtes und technisch einwandfreies Ladegerät, das ich euch gerne empfehlen möchte. Dann gibt es dazu von dem Hersteller Voluz, da haben wir es, diverse Kabel. Das hier ist zum Beispiel ein USB, ich halte das mal ein bisschen näher hier in die Kamera. Das hier ist ein USB-Kabel auf Micro-USB, schaut so aus. Wirklich sehr, sehr stabil und sehr, sehr robust verarbeitet. Hier vorne kann man auch sehen, dass dieser Micro-USB-Stecker verhältnismäßig lang herausragt, sodass auch, ich habe manchmal Probleme mit Bluetooth-Headsets, dass hier dieser Ladestecker nicht lang genug ist. Der ist eben lang genug, also dieser Stecker einfach nur, damit das Gerät oder damit die Pole in dem Gerät auch wirklich erreicht werden können. Dann ist dieses ganze Kabel Nylon ummantelt, erinnert so ein bisschen vom Design her an so einen Spanngurt oder auch an so ein Bügeleisen-Netzsteckerkabel, irgendwie sowas, ist Geschmackssache, ist auf jeden Fall sehr robust. Das ist Nylon als Material und das Kabel ist relativ steif und sehr, sehr, sehr stabil. Also man kann hier wirklich wie blöd dran ziehen. Ich mache das jetzt einfach mal. Kann ja auch nicht mal den Knick rausziehen. Man sieht noch nicht mal, wie doll ich hier gerade ziehe. Ich versuche das hier mal ein bisschen ruckartig zu machen. Es ist wirklich so mega stabil, das Kabel. Macht auch einen sehr robusten Eindruck. Ich habe hier schon richtig dran rumgezurrt. Genau hier sind halt diese empfindlichen Teile eines Kabels und das ist hier wirklich sehr robust verarbeitet. Dann gibt es dazu dieses kleine Klettband. Damit kann man das Kabel in sich selbst befestigen, damit das nicht hin und her fliegt, damit das alles ein bisschen Ordnung hat. Was natürlich noch interessant ist, preislich kosten 5 Kabel hiervon in der Länge 1 Meter. Wichtig ist noch, sie sind farbkodiert. Gibt es unterschiedliche Farben, zeige ich euch gleich. Kosten etwa 17 Euro. Wie gesagt, Nylon-Ummantelung, Kabelbinder ist auch enthalten. Datentransfer bis zu 480 Mbit müsste der USB 2.0 Standard sein. Genau, ansonsten ist noch wichtig zu wissen, dass die Kupferleitung hier drin verhältnismäßig stark ist, sodass auch höhere Ladeströme ziemlich gut übertragen werden können, damit das Laden ziemlich schnell vonstatten geht. Ja, und auch dieses Kabel hat bei Amazon 4,8 von 5 Sterne Bewertung und auch von der Zahl her gibt es einige Bewertungen und das ist recht positiv. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur auf meine Erfahrung und Bewertung verlassen, sondern eben auch auf andere. Dann habe ich dieses Paket hier noch, da sind noch einige mehr Kabel drin, das machen wir einfach mal auf und schmeißen die hier hin. Hier könnt ihr sehen, dass auch noch andere Farben sind, farbliche Kabel sind immer ganz toll. Dann kann man das eine Ende von dem anderen Ende zumindest unterscheiden, beziehungsweise man kann das Kabel von der Farbe her einfach verfolgen, wo es denn an irgendeinem USB-Hub oder wo man das auch immer anschließt, landet. So sieht das aus. Wie gesagt, diese 4 Farben und das blaue Kabel, ungefähr 17 Euro alles zusammen. Was dann noch ganz interessant ist, das habe ich nämlich bei Amazon noch herausgesucht, wer ohnehin solche Kabel in unterschiedlichen Längen haben möchte und ein Ladegerät, weil er das Ganze unterwegs oder auch zu Hause benötigt, für den gibt es auch ein Paket von Voluz. Und zwar gibt es dieses Ladegerät auch nur mit 5 Ports, also mit einem Port weniger. Das hat dann 40 Watt Ausgangsleistung und dort werden entsprechend 5 Micro-USB-Kabel mitgeliefert. Die Kabel haben eine Länge, also diese hier sind jeweils nur 1 Meter lang. In dem anderen Paket gibt es dann 3 Kabel mit 1 Meter Länge. Dann gibt es ein Kabel mit 2 Meter Länge und ein Kabel mit 3 Meter Länge. Und ja, wie gesagt, das Ladegerät, das andere hat dann etwas weniger Leistung, aber trotzdem noch ganz okay in diesem Paket. Das ganze Bundle kostet dann 33 Euro, was preis-leistungsmäßig eigentlich sehr interessant sein dürfte. Wie gesagt, qualitativ und technisch, also preis-leistungsmäßig, gibt es da keine Mängel von mir, also wirklich positive Kritik. Und wer so etwas benötigt, sollte sich das Ganze hier einfach mal anschauen. Ja, wie gesagt, alle Artikel verlinke ich auch in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich über Feedback und Kommentare freuen und bis zum nächsten Video dann. Ciao!